Hallo ihr Lieben, das ist ein Video über die Sozialdynamik des Bewertens und ich habe ja in einem Video schon vor ein paar Tagen mich ein bisschen dazu ausgelassen, dass ich der Meinung bin, wir können gar kein wertungsfreies Leben leben, weil eben das, was wir manchmal Werte nennen oder Bewertungen nennen, eben tatsächlich etwas sehr Körperliches ist. Es kommt aus der, meines Erachtens, aus unserer Bedürfnis- und Gefühlsstruktur. Oder anders gesagt, wir können nicht machen, dass wir manche Dinge als angenehmer und andere als unangenehmer empfinden. Das ist also sozusagen nichts, was wir mit unserem Willen oder unserem Bewusstsein beeinflussen können. Es ist einfach so und deswegen bewerten wir die ganze Zeit. Davon abgetrennt kann man aber einen anderen Vorgang betrachten und das lässt sich ein bisschen salopp so zusammenfassen. Damit, dass wir also ständig werten und auch gar nicht anders können als zu werten, ist noch nicht ausgemacht, dass wir diese Wertungen die ganze Zeit anderen Menschen reindrücken und vor allem in bestimmten Formen reindrücken. Also dass wir solche Dinge machen, wie dass wir sagen, keine Ahnung, deine Haare haben mir so anders besser gefallen oder das hast du gut gemacht, das hast du schlecht gemacht oder auch sehr beliebt, das hat ein anderer besser gemacht oder das macht ein anderer aber besser. Also was wir da tun, wenn wir sozusagen bewerten, andere Menschen bewerten sowohl ihr Sein als auch ihr Verhalten, da wird oft getrennt, aber gefühlt macht das oft gar nicht so einen großen Unterschied, ob jetzt wirklich ich als, wie ich da bin, bewertet werde oder ob mein Verhalten bewertet wird. Man versucht das immer zu trennen, aber so von der Sozialdynamik her macht das oft gar nicht so den riesen Unterschied. Und die Frage ist, was tun wir da eigentlich? Und ich lasse jetzt mal das ganze Thema, dass wenn man also so bewertet, sich eben drüber stellt über den anderen und eine Hochstatusposition beansprucht, einfach performativ, indem man es tut. Ne? Also so, ich stehe über dir und maße mir an, dein Verhalten oder dein Sein zu bewerten. Das lasse ich jetzt mal bewusst beiseite. Das ist alles geschenkt, alles gekauft, ist alles klar. Ich will mir eher im Detail anschauen, was passiert denn dann? Also was hat denn das für Folgen? Und also wenn man also fragt, warum tun wir das, dann finden sich möglicherweise ein ganzes Sammelsurium an Gründen, warum wir das tun, also gar nicht nur ein Grund, aber sicher ein Aspekt davon ist, dass wir versuchen, mit unseren Bewertungen tatsächlich Reizpunkte zu setzen. Das heißt, wir wollen eigentlich das Verhalten des anderen beeinflussen. Entweder wollen wir ihn bestärken, ein Verhalten weiterhin an den Tag zu legen, oder wir wollen ihn eben damit bestärken, entweder mit etwas aufzuhören oder sich nach alternativen Verhaltensweisen umzuschauen. Also wir wollen einen Reizpunkt setzen, wir wollen Einfluss nehmen, wir wollen also sozusagen den anderen bewegen, kurz gesagt, zu etwas oder von etwas weg. Das große Problem ist jetzt aber, wenn man sich anschaut, welche Optionen hat der so Bewertete, entweder in seinem Dasein oder in seinem Verhalten Bewertete, darauf zu reagieren. Und natürlich könnte man jetzt darauf so reagieren, dass man sagt, ach ja, klar, stimmt, hast du recht, oder ach schön, dass du das so siehst und so. Das große Problem ist, hat zwei Aspekte und der eine Aspekt ist, es gibt eine unmittelbare Verhaltensalternative, was ich stattdessen machen kann, außer so auf die Bewertung zu reagieren, wie der Bewerter es sich vorstellt, also sozusagen dem nachzukommen oder sich zumindest darüber Gedanken zu machen. Ich kann nämlich auch einfach den Bewerter abwerten. Und das ist oft die leichtere Variante, das ist die billigere Variante, als ich einfach sage, der ist doof oder der versteht mich nicht oder der hat die Situation nicht verstanden oder der hat keine Ahnung. Also sozusagen, wenn man es also rein, wie soll man sagen, aktionstheoretisch oder vielleicht auch spannungstheoretisch sich anschaut, dann kann man sagen, der bewertet, versucht eine Art Spannung im anderen zu erzeugen, auf das er eben sein Verhalten ändern möge. Diese Spannung, gerade wenn es gelingt, dem das aber jetzt so sozusagen ein Thema gemacht wurde mit dieser Bewertung, kann darauf so reagieren, dass er dem nachkommt oder er kann die Spannung abbauen, indem man den Bewerter entwertet. Und das ist auch das, was die meisten Menschen als Reaktion darauf tun. Also wenn man hier einem anderen Menschen kommt mit irgendeiner Bewertung, sei es gut oder sei es schlecht, dann ist oft die intuitive Reaktion darauf, sich dagegen zu immunisieren. Und also den zu sagen, der andere hat keine Ahnung, der weiß nicht, wovon er redet, das ist die leichtere Art, rein sozusagen von der Psychoökonomie her, was ich tun kann. Und deswegen kommen auch die meisten Menschen als Reaktion auf Bewertungen dem eben nicht in der Form nach, wie sich das der Bewerter oder wir selber, wenn wir gerade der Bewerter sind, sich das vorstellt. Es gibt das Seitenthema und das ist auch sehr erhellend darauf, dass man fragen kann, wie persönlich bedeutsam denn der Bewerter für den Bewerteten ist. Also sozusagen der Unterschied zwischen vielleicht Nahbeziehungen oder ferner Beziehungen oder irgendwelchen ganz Fremden, die sich anmaßen, uns zu bewerten. Also wie nah steht mir der andere als Person? Und natürlich intuitiv ist es so, dass man sagen könnte, umso näher jemand einem steht, umso wichtiger jemand einem ist,
Umso stärker ist die eigene Reaktion auf dessen Bewertungen, umso wichtiger sind einem dessen Einschätzungen, Bewertungen, Gefühle, Bedürfnisse, tralala. Ne? Also so ist das intuitiv. Die Realität sieht ja jedoch anders aus. Gerade in unseren Nahbeziehungen ist es so, dass wir auf Bewertungen unserer uns nahestehenden Menschen, Partner, Verwandte, Kollegen, Freunde, umso näher sie uns stehen, umso abwehrender reagieren. Und das ist beobachtbar und das ist ein allgemeines Phänomen. Das ist nicht nur bei dir so und bei mir so, das ist bei allen Menschen so und das ist auch aus einem benennbaren Grund so. Man versucht in gerade engen Nahbeziehungen seine Autonomie zu wahren und muss das sehr viel stärker tun als in ferner liegenden Beziehungen. Heißt in praktisch, Ratschläge oder eben auch Bewertungen können wir leichter annehmen von Menschen, die uns ferner stehen, gerade weil sie uns ferner stehen, gerade weil sie weniger Bedeutung für uns haben. Deswegen holt man sich oft in vielen Firmen oder in vielen privaten Situationen Außenstehende dazu, gerade weil sie einem nicht so nahe sind und persönlich weniger bedeutsam sind, können wir es von ihnen leichter annehmen. Also gerade wenn wir sie uns selber suchen, ist es natürlich eine ideale Konstellation, die aber häufig im sonstigen Leben nicht gegeben ist. Also sozusagen, da kommen einfach irgendwelche Leute an, bewerten uns und dann ist also sozusagen die Frage, wie wichtig ist mir eigentlich dieser Mensch und seine Bewertungen? Und man kann also das häufig in vielen Partnerschaften erleben, dass also der eine Partner und meistens beide wechselseitig sich aneinander abbewerten, also sozusagen die ganze Zeit wird gewertet und die ganze Zeit kommt der andere dem aber nicht nach, also er handelt trotzig oder eigensinnig vermeintlich, wartet aber eigentlich nur in seinem Verhalten seine persönliche Autonomie, also dass er nicht in ein symbiontisches Verhältnis diffundiert mit dem anderen, also dass man praktisch so eine verschmolzene Einheit wird. Es wird also sozusagen diese Individuation, da bist du, da bin ich, wird gewahrt, indem man der Bewertung nicht nachkommt. Dann hat man aber ein nettes Gespräch, keine Ahnung, irgendwo, man wartet auf am Bahnhof, man ist abends in der Bar, man trifft alte Freunde wieder, die gar nicht so wichtig sind oder was auch immer. Man trifft jedenfalls irgendwelche fernerstehenden Menschen und die sagen genau das Gleiche, was der Partner seit Jahren sagt. Und dann passiert es nicht selten, dass man mit freudestrahlenden Augen nach Hause kommt und dem Partner was erzählt, was für einen tollen Ratschlag oder tolle Impuls man bekommen hat von jemand anderem. Und der Partner fühlt sich dann verarscht und denkt sich, das Gleiche sage ich ihr, das Gleiche sage ich ihm seit irgendwie 10 Jahren, 5-mal wöchentlich. Und immer reagiert er darauf muffelig oder abwehrend oder auf jeden Fall nicht gut, ja. Und jetzt kommt irgendein dahergelaufener Hansel, bewertet das genau gleich, wie ich das tue. Und jetzt irgendwie kann er das aufnehmen. Das ist nicht wundersam. Also Autonomie ist relativ wichtig für den Menschen. Von Geburt an, schon bei ganz kleinen Kindern ist das so und läuft dann verschiedene Phasen. Und es ist also etwas, was gerade wir als Eltern häufig ignorieren. Also sozusagen, dass unsere Kinder gerade deswegen dem nicht nachkommen können, weil wir so wahnsinnig wichtig für sie sind. Also intuitiv ist das anders. Man denkt, wenn ich persönlich wichtig bin für den anderen, dann wird ja wohl was auf meine Einschätzungen, auf meine Bewertungen geben. Aber die Gesetzmäßigkeiten der Autonomiewahrung sagen genau das Gegenteil. Umso näher ihr jemandem steht, umso weniger kann er von euch Bewertungen annehmen. Und natürlich ändert das nichts daran, dass wir die ganze Zeit Dinge als angenehmer oder unangenehmer empfinden und gerade in der zwischenmenschlichen Interaktion, ich kann mir da viele Situationen vorstellen, ohne ins Detail zu gehen, wo ich also möchte, dass der andere sich anders verhält, als er es faktisch tut. Und dann ist natürlich die Frage, wie mache ich das, wenn Bewertungen, also eher Abwehr oder Trotz oder keine Reaktion hervorrufen und das regelmäßig, nicht ausnahmsweise, sondern die ganze Zeit und sogar noch erhöht, umso wichtiger wir einander sind. Was mache ich denn dann, wenn ich Einfluss nehmen will auf den anderen? Und man kann also sagen, diese Form, dass man Dinge als angenehmer oder unangenehmer empfindet, ist etwas, was sozusagen man entweder aus einer sozusagen situativen Notwendigkeit dem anderen mitteilen kann oder als allgemeiner Vorgang, so was ich schon dir schon immer mal sagen wollte. Und dieses allgemein, was ich dir schon immer mal sagen wollte, kann man sich eigentlich schenken, kann man sich eigentlich sparen. Wenn man klug ist, macht man genau das. Wenn man also situativ agiert, also man hat eine Situation mit dem anderen, in der man gerne hätte, dass er sich anders verhält, dann ist halt immer die Frage nach der Aufnahmefähigkeit. Kann der andere die Information, die ich ihm gerade vermitteln will, dass ein anderes Verhalten möglicherweise angenehmer will oder dass ich mit seinem gezeigten Verhalten ein Problem habe, dass es mir damit nicht gut geht, ist er dafür gerade aufnahmefähig. Und wenn der andere aufnahmefähig ist, dann ist es die gute alte Selbstoffenbarung. Man
bewertet offen und direkt etwas, aber man ankert es halt im Ich und sagt nicht im Allgemeinen, du bist so und so oder das ist halt so und so, sondern man sagt, mir geht es halt so gerade. Ja, und das hat die und die Gefühle, löst das bei mir aus und so geht es mir. Und dann kann der andere immer noch sich überlegen und hat eben die Freiheit, gerade wenn man ihm keine Vorschläge macht, was er tun soll, darauf zu reagieren, also sich eigene Lösungen zu überlegen, also seine Autonomie, seine Freiheit, seine freie Entscheidung in der Situation wird gewahrt, indem wir eben gerade keine Lösungsvorschläge machen, sondern einfach nur ein Problem artikulieren. Also indem wir also vermeintlich unkonstruktiv verhalten, indem wir nicht gleich mit einem konstruktiven Gegenvorschlag kommen. Dieser konstruktive Gegenvorschlag nimmt dem anderen die Autonomie, nimmt dem anderen die seelische Luft zum Atmen. Deswegen ist es sehr viel klüger, einfach zu sagen, mir geht es schlecht damit. Ja, mir geht es schlecht damit. Und dann ist, wenn ich weiß, dass dem anderen dass der andere gerade aufnahmefähig ist. Und das ist eben die Frage. Das ist dann kein Reindrücken, sondern das ist eine Achtsamkeit, eine Achtung vor dem Zustand, in dem der andere ist, und genauso eine Achtsamkeit gegenüber dem Zustand, in dem ich selber gerade bin. Und wenn ich merke, der andere ist in noch größerer Not als ich selber, dem anderen geht es gerade noch schlechter als mir, der andere ist also deswegen nicht aufnahmefähig, dann werde ich vielleicht, obwohl gerade ich ein Thema mit dem anderen habe, mich erst dem anderen zuwenden und also in Vorleistung gehen, wenn man das so sehen will. Das heißt, ich werde erst mal gucken, wie geht es dem anderen gerade, was ist bei ihm so los? Und nachdem er also die Möglichkeit hatte, sich da etwas Luft zu verschaffen, werde ich dann in die Selbstoffenbarung gehen und eben sagen, wie es mir geht. Und sagen, und übrigens, wenn du jetzt ein offenes Ohr für mich hast, mir geht es übrigens so und so. Also das ist eine Beziehungsachtsamkeit oder ein ganz natürliches Verhalten, wie man also mit der naturgegebenen Wertung, dass man eben Dinge als angenehmer und andere Dinge als unangenehmer empfindet, eben umgehen kann. Sie wird sehr selten von uns im Alltag beachtet, zumindest nach meiner Wahrnehmung ist das so, in meinen Umwelten, in denen ich mich persönlich bewege. Und daraus resultieren aber so viele Missverständnisse und Probleme, dass man sich übrigens nicht rätseln muss, warum die meisten Menschen so viel Frust miteinander haben und so schlechte Beziehungen miteinander haben. Also es ist sehr, sehr leicht, schlechte Beziehungen zu generieren, und sehr viel hat mit unserer Angewohnheit, pauschal zu bewerten, situationsungebunden zu bewerten, zu tun, hat was damit zu tun, dass wir nicht würdigen, wie nah oder fern wir einem anderen Menschen stehen, hat was damit zu tun, dass wir nicht würdigen, in welchem Zustand der andere ist, oder dass wir eben nicht dem anderen freilassen, wie er reagieren will, sondern ihm schon konstruktive Vorschläge machen, anstatt einfach zu sagen, hör mal zu, wenn du das machst, das fühlt sich nicht gut an für mich. Überhaupt nicht. Und dann kann der andere neugierig nachfragen, aber dann ist er schon wieder in der Interaktion. Und wenn er nicht neugierig nachfragt, weiß man meistens, er hat zu viel um die Ohren. Es geht ihm selber gerade zu schlecht. Er ist gerade eben mental und vor allem emotional nicht frei. Weil natürlicherweise, wenn jemand anderer gerade halbwegs in einem ausgeglichenen Zustand ist, fragt der andere danach. Also wenn ich sage, mir geht's schlecht mit etwas, was du tust, und es löst das und das bei mir aus, dann wird, wenn bei einem ausgeglichenen Menschen immer die Nachfrage kommen, ah, okay, das wusste ich nicht, wieso das oder wie genau das oder warum, oder auf jeden Fall kommt eine Nachfrage. Und wenn der andere Mensch nicht fragt, dann ist man in der Regel ihm nicht egal, sondern ist der andere gerade Land unter, noch mehr Land unter wie man selber. Das ist der Regelfall, der absolute Regelfall. Es gibt Ausnahmen, es gibt ganz bestimmte psychische Zustände, wo das nochmal anders ist, aber sag ich mal so, im normalen alltäglichen Alltag, in 99,9% aller Fälle, gilt genau das, was ich hier versuche, mit meinen stammelnden Worten skizzenhaft zu umreißen. Und eben zu sagen, da gibt es eine Sozialdynamik des Bewertens, die wir vielleicht besser beachten sollten, wenn wir gut miteinander auskommen wollen. Und es ist also möglich, es sind ganz kleine Dinge, die man tun und lässt, die einen großen Unterschied machen. Allerdings, auch wenn man sie eben ungut macht, ist es eben so, dass es eben auch große Auswirkungen hat, nur halt in die andere Richtung. Und insofern, um jetzt auch mit einer Pauschalbewertung, mit einer ungefragten dieses Video zu beenden, und ihr könnt ja danach spüren, was das mit euch macht, ich empfinde es so, dass wir in einer tatsächlich komplett beziehungsverblödeten Gesellschaft leben, also in der wir diese kleinen Dinge, die wir tun können, um gut miteinander auszukommen, regelmäßig nicht machen. Nicht, weil es irgendwie schwer wäre, sie zu tun, nicht, weil es irgendwie anstrengend wäre, sie zu tun, oder weil es irgendwie wahnsinnig spooky oder Rocket Science oder sonst was wäre. Nee, es ist ganz leicht, das zu machen, aber wir machen es einfach trotzdem nicht. Und insofern erlebe ich unsere Gesellschaft wirklich als kollektiv beziehungsverblödet. Wir stellen also systematisch schlechte Beziehungen her, und ein zentrales Tool, das wir dabei benutzen, regelmäßig, ist das
etwas bewerten. Ja. In der Hoffnung, das Verhalten des anderen auf diese Weise zu beeinflussen. Und das kann man ja mal versuchen, dagegen würde ich jetzt gar nicht sagen. Es sollte einem halt nur irgendwann auffallen, dass man damit nicht das auslöst, was man auslösen wollte. Also Richtung Verblödung geht das eigentlich erst dann, wenn ich es immer wieder probiere, obwohl es immer wieder nicht den Effekt hat, den ich mir davon erwarte. Also ich bewerte den anderen, denke, jetzt kann er mal drüber nachdenken oder jetzt ändert er bestimmt sein Verhalten, er tut es aber nicht und ich bewerte einfach weiter. Da muss man dann irgendwann fragen, Erfolgscontrolling, also so, du tust was, Input, Output, der Output ist nicht so, wie du erwartet hast, möchtest du mal über den Input nachdenken vielleicht, dessen, was du da so tust. Und das tun wir aber regelmäßig nicht, wir bewerten einfach weiter, ja, also sozusagen, wir versuchen es immer mit den gleichen Strategien immer weiter, sind frustriert vom anderen, warum der sein Verhalten nicht ändert und machen aber trotzdem immer weiter nach der Devise irgendwie, wieso, gibt es auch was anderes, kann man es auch anders machen? Ja, man kann es anders machen, man kann es anders machen, kann es sehr anders machen, man kann es sehr leicht anders machen, man kriegt ganz anderen Output, man kriegt ganz andere Ergebnisse. Und insofern, ich möchte mich hier ausdrücklich einschließen, sind wir eine beziehungsverblödete Gesellschaft. Also ich in meinem privaten Alltag mache das auch regelmäßig falsch. Ich bin ständig in der Bewertung, ungefragt, pauschal bewerte ich irgendwelche Leute oder mache ihnen tolle Vorschläge, was sie tun sollen. Und regelmäßig, wenn ich es mache, bereue ich es. Jedes einzelne fucking Mal. Also auf mich selbst gewendet könnte man fragen, wann werde ich es endlich lernen? Ja, so. In diesem Sinne. Ich wünsche uns was, dass wir sozusagen lernen, mit unseren natürlichen Bewertungen von Dingen als angenehmer oder unangenehmer sozusagen sozial kompetenter umzugehen, die Sozialdynamik, die das Bewerten zwischen uns entfaltet, mehr zu würdigen und möglicherweise kommen noch mehr Videos nach und nach zu dem Thema, weil das ist noch längst nicht alles, was man zu diesem Thema bewerten und die Sozialdynamik, die sie auslösen, was man dazu sagen kann. Für hier reicht es mir aber erstmal. Ich wünsche euch einen wunderschönen Tag. Und ein unmöglich wertfreies Leben. Ja, also ein Leben, in dem niemand mehr irgendwen irgendwie bewertet. Das wünsche ich euch, ist leider technisch unmöglich, aber wünschen kann man sich ja alles. Ceterum censeo, Demokratiam esse sortiendam. Im Übrigen bin ich dafür, dass die Demokratie gelost werden muss.